Dichter Rauch drang heute Mittag aus einer Autowerkstatt an der Altenaer Straße. Anwohner hatten gegen 12.57 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die zunächst mit einem Löschzug anrückte. Bei Eintreffen stellten die Brandschützer schnell fest, dass es offensichtlich in der Werkstatt zu einem Vollbrand gekommen war. So wurde ein weiterer Löschzug nachgeordert. Nur mit Wasser war dem Brand nicht beizukommen und so setzte die Feuerwehr später Schaum ein, um den Brand zu ersticken. In der Werkstatt befanden sich auch mehrere Gasflaschen sowie Flaschen mit Edelgas für Schweißarbeiten, die zunächst gekühlt werden mussten und dann ins Freie gebracht wurden. Mit dem Trennschleifer wurde das Tor zur Werkstatt aufgeflext, damit ein weiterer Zugang entstand. Neben einem PKW lagerte auch noch ein Jetboot in der Werkstatt. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Besitzer nicht anwesend und so ist bis jetzt noch nicht klar, wodurch der Brand entstanden ist. Das muss jetzt durch Brandsachverständige geklärt werden. Während der Löscharbeiten war die Altenaer Straße in Oberramede voll gesperrt. Gegen 12.57 Uhr wurde die Feuerwehr Lüdenscheid zu einem Werkstattbrand hier in der Altenaer Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Daraufhin wurde ein weiterer Löschzug nachalarmiert. Die ersten Maßnahmen stellten sich so dar, dass ein Trupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude eingedrungen ist. Danach haben wir das Feuer schnell unter Kontrolle gehabt. Im Nachhinein wurden noch Entrauchungsmaßnahmen in die Wege geleitet, das Gebäude kontrolliert. Und jetzt sehen wir dem Abschluss der Tätigkeiten entgegen.